Ja, hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Bergdorf. Immer noch im Stream mit dem, also ich bin nicht im Stream, aber die Jungs von Global Tech Gaming TV. Und ich war gerade hier, bin ich rausgekommen und dann wurde ich sofort von so einem Pigman angefallen. Das fand ich ein bisschen fies. Und wisst ihr was, ich lade jetzt hier mal meine Sachen ab und dann schauen wir doch mal bei den Jungs vorbei und schauen, was die so treiben. Hier ist ein Creeper explodiert. Ach, das war wahrscheinlich... Ja, da kann ich mich hier erinnern. Ich bin hier ganz normal gelaufen. Dann höre ich aus der Ferne hier. Und... Ja. So, Dille. Ein bisschen was haben wir ja noch. So, haben wir abzugeben. Hier ist, glaube ich, meine... Irgendwas-Truhe. Das kommt da. Puh, keine Ahnung. Das, was weiß ich, was ich damit anfangen soll. Meine Erdtruhe. Hier ist meine Erdtruhe. So, und das kommt da so rein. So, habe ich noch ein bisschen was mitgenommen gehabt. Zack. Boom. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch zeigen. Habe ich vergessen, aber... Ja, habe ich jetzt vergessen. Falls ich noch irgendwas zeigen wollte, ihr kriegt's mit. Ist ja nie so, dass ich nicht aufnehmen würde, was ich so tue. So, dann bestatten wir den Jungs doch mal... einen Besuch ab, dass ihr eh gerade dabei sind. So, Lille. Ah, ich habe ja die Level. Genau, da verzaubern wir erst. Genau, das machen wir zuerst. Okay, Kommando zurück. Alles zurück. Ja, wenn hier noch mehr Säulen stehen und hier noch außenrum so schön. Einmal komplett außenrum oder zumindest noch vorne. Das wäre schön hier. In meiner geheimen, versteckten Truhe. So. 1, 2, 3. Schau mal, zwei Spitzhacken habe ich noch. Einmal Effizienz 4 und einmal Unbreaking. Und Effizienz 4. So. Hat niemand gesehen, ne? Teil Diamanten habe ich. So, brauche ich noch zwei Hölzchen. Und hoffe mir, dass wir... Oh, die Holztruhe war die hier. Die da. So. Zwei Sticks auf an die Werkbank. Zack. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt aber so langsam da auch mal aufhören. Ich habe genug Spitzhacken. Ich sollte aufhören, Spitzhacken zu machen. Aber ich will doch eine mit Glück einfach nur. Ich hab jetzt 4 Diamantspitzhacken. Die werde ich niemals am Arsch bekommen. Vor allem nicht die mit Unbreaking. Bitte Fortune, bitte Fortune, bitte Fortune. Bitte, bitte, ich brauche einfach nur ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück hätte ich gerne, so. Hier rein. So, da machen wir das rein. Ah, ja. Oh, funktioniert nicht, schade. Wäre lustig gewesen. Fortune 2! Ist besser als gar nichts. Und Unbreaking. Vielleicht können wir die mit der Efficiency-Spitzhacke kombinieren. Und dann ist auf jeden Fall geil. Fortune 2 ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Das freut mich jetzt teilweise. Ja. Haben wir eine Fortune 2 Spitzhacke. Das läuft doch schon mal super. Damit können wir wieder auf Diamantenjagd gehen. Da habe ich ordentlich gestrippt, meint. Ich kann es euch ja kurz mal zeigen. Das machen wir am Ende der Folge. Das zeige ich euch am Ende der Folge. So, jetzt. Zack. Hier müssen wir kurz ran. Ist ein bisschen umständlich gemacht. Die da rein. Oh, ich komme da nicht wieder ran. Fluchtscheiße. Okay, ist ein bisschen scheiße gelöst hier unter der Treppe. Aber was will man machen? Hier. Da ist noch Holz drin. Mein Essen drin. Das ist meine Essenskiste. Ah, ja, genau. Das wollte ich noch zeigen, wie viel ich hier... Ah, ein bisschen was. Oh, da ist noch Quarz drin. Das wollen wir nicht. Hier ist noch eine Schaufel drin. Die haben wir vorher abgelegt. Genau, da. Quarz. Also ein paar Blöcke können wir uns auf jeden Fall machen. Schon mal gut. Oh ja, genau, mit dem Holz wollte ich den noch ausbessern. So, dass meine geheime Truhe, da darf niemand ran, weil... Ich will ja nicht... Das ist schon scheiße, aber ein bisschen Sicherheit muss sein, ne? So, jetzt gehen wir aber die Leute besuchen. Dann können sie auch mal halt und zu euch sagen. Oh... So, Dille. Was ist hier? Ein Minibaum.
Hier, Bacon und Birke. Bacon pflanzt die Birke nach. Steak. Und hier ein Stück. Ja, das ist auch ein schöner Weg. Muss man sich überlegen. Das ist ein hässlicher Baum. Ah, hier, diese wunderschöne hübscher Wasserfall. Das Anwesen der GGD ist so, whoop. Ah, Namregiskei. Ja, schön. Da steht einer. Hallo. Hallo. Mal vorbei. Oh, hey, die haben Teppich. What the fuck? Eins, zwei. Oh, die haben sich sicher. Oh, ein Ei. Damit bewerfe ich ein. Ach, oh, hat nicht funktioniert. Schade. Mhm. So, wo sind denn die Leute? Oh, da haben wir einen hübschen Garten hier. Irgendjemand hängt da oben rum. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Aber ich will die Leute besuchen. Ah, hier. Hier geht's hoch. Hui. Hallo. Hallo. Oh. Ah. Ist mich runtergefallen. Ich gehe wieder zurück. Ich will nochmal nach oben. Na, Robe. Hallo. Der ist ja echt schön. Muss man schon sagen. Komm, ich sammle die Erde ein. Na, hier kommen wir auch hoch. Hupp. Ich habe echt nichts Besseres zu tun. Ja. Oh, hab's nicht geschafft. Hopp, hopp, hopp. Nochmal. Attacke! Ich schaff's nicht. Bin zu blöd dafür. Oh, wieder nicht geschafft. Yeah! Oh, geschafft. Jetzt bin ich wieder auf dem Dach. Ich bin der Jumpman King. Aua. Hilfe, ich bin in ihrer Arena. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er beobachtet mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein. 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 Ja, ich darf wieder raus. Ja. Okay, ich verpiss mich wieder. Hui. Ein Huhn. Okay, ohne Wasser und Brot. Ich hab nur Kartoffeln. Herdäpfel, sagt man bei uns. Immer ein bisschen scheiße hier. Hauptsache nichts Produktives machen. Hauptsache nichts Produktives machen. Kam kein Huhn raus. Oh. Okay. Ja, gut. Okay. Dann verziehen wir uns halt wieder. Ich meine, was könnte ich jetzt noch mal? Ich kann mal anfangen hier, damit ich ein bisschen noch was Produktives mache. Nochmal in den Nether gehen oder mein Haus oben weiterbauen. Das hier ausbessern, das wird wahrscheinlich für alle Ewigkeiten so bleiben. Ohne Weg, ohne nichts. So. Ding. Ja, ich könnte mal schauen, wie ich das mache. Ich schnapp mir einfach ein bisschen Cleanstone. Und ich schnapp mir... was schnapp ich mir noch? Ich schnapp mir Cleanstone, wollte ich sagen.
Ein bisschen Cleanstone nur. Okay. Fackeln habe ich noch. Und dann ziehe ich hier die Wände hoch. Hier kommen zwei hin. Jeweils. So, hier so. Kommen zwei hin, habe ich gesehen. So, dann machen wir noch ein bisschen was Produktives. Und dann kommen vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann nochmal zwei. Okay. So. Okay, alles klar. Irgendjemand ist in mein Haus eingedrungen. Ich hab's doch gesehen. Was seid ihr? Ist aber nicht hier unten in mein Lager gegangen, oder? Okay. Hey, ich hab doch gerade einen Namen gesehen. Was soll das? Okay. Dann halt nicht. Also zwei, zwei, hier nochmal zwei und dann... Die alte Leier hier. Machen wir hier noch zwei hin. Jetzt kommen zwei frei. Hier zwei hin. Da zwei frei. So. Und hier zwei frei. Okay. Und wie sieht es denn hier aus? Können wir erstmal die andere Seite machen. Machen wir erstmal die andere Seite. Hier kommen wir schön hoch. Zack. Zwei frei. Warum habe ich hier überall auf den Dingern was? Das ist unglaublich. So. So, dann machen wir frei. So, dale. Aber ich muss ja eh wahrscheinlich... Aber ich glaube, ich mache es hier so... Nee, ich weiß nicht. Ja, unten habe ich es ja auch nicht, oder? Ob ich jetzt hier... direkt dann mache? Sollte ich eigentlich, ne? Okay, wie sieht's hier aus? Wie haben wir das hier gelöst? Zwei, zwei frei, zwei, zwei frei. Okay, dann machen wir das so. So, also hier haben wir zwei. Eins, zwei. Können wir auch mal verschauen, ne? So, die zwei haben wir. Zack, zack. Dann haben wir zwei frei. Zack, zack. Zwei frei. Zack, zack. Zwei frei. Zack, zack. Und hier haben wir drei, oder was? Ja, Tatsache. Hier haben wir drei. Und hier haben wir eins. Und hier haben wir zwei. Ja, zwei und hier haben wir nochmal zwei. Dann haben wir hier so ein kleines Fenster. Da haben wir drei, so wie es aus. Zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Und hier wieder. Zwei. Hier wieder. Eins, zwei. So. Haben wir hier bald hübsche Zinnen. Ich weiß nicht, ob ich das so lassen soll. Ob ich da, und dann habe ich Fenster bis zum Boden. Eigentlich werde ich gerne das gleiche Schema beibehalten. Okay, jetzt, wir können auf jeden Fall die mal... Ja, es ist jetzt halt die Frage, ob ich das Schema beibehalte oder nicht. Aber hier kann ich auch schon mal was machen. Und zwar, sieht es ja aus, hier haben wir da eins. Hopp. Und hier so. Und dieser ist frei und der dann nicht. Die beiden sind frei, so wie es aussah, und der dann nicht, ne? Okay. Hier ist wieder frei. Zack, zack. Dieser ist frei, zack, zack. Der ist frei. Dann haben wir den hier. Eins, zwei, den hier. Eins, zwei und den hier. Und hier haben wir den da und den da. Also dann dezimieren wir die Fackeln auch noch gleich. Den da brauchen wir, dann wieder zwei frei. So. Zwei frei, den da, so. Den haben wir frei, zack, zack. Zack, zack. Okay. So, ein paar Fackeln setze ich dann trotzdem wieder. Einfach nur zur Sicherheit, obwohl es reicht. Ja, es reicht. Und dann... Ja, werde ich mal schauen, wie ich das hier mache. Ob ich das jetzt auf derselben Höhe lasse. Ich schaue es mir erstmal an, wahrscheinlich, ob ich es dann Fenster bis zum Boden habe. Oder auch nicht. Aber das werden wir dann sehen. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und da wird es wahrscheinlich dann auch schon zumindest
Die Wände werde ich hochgezogen haben. Oh ja, dann schaut bei den netten Jungs von Global Tactic Gaming vorbei. In der Beschreibung sind sie verlinkt. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss mit dir und ciao.